So, also ich denke, wir können anfangen. Hier vorne sind auch noch ein paar Plätze, falls noch jemand Platz nehmen möchte. Verdeckte Netzwerkanalyse. Ursprünglich hieß es mal Remote Network Analysis. Also es wird teilweise remote sein und teilweise auch nicht remote. Und der Schwerpunkt liegt aber wirklich auf verdeckt. Also erstmal die Gliederung, gehört ja irgendwie immer dazu. Der erste Punkt ist die Einleitung, ist klar. Der zweite Punkt ist passive Analyse. Darauf lege ich am meisten Wert, weil das eben wegen dem verdeckt. Ja. Dann kommt die aktive Analyse. Also aktiv ist dann nicht mehr ganz so verdeckt, aber es gibt gewisse Techniken, wo man das dann wieder verdecken kann eben. Und dann in meinem vierten Punkt, das Advanced Scanning. Das sind einfach mehr oder minder ältere und jüngere und weniger oder mehr bekannte Techniken, die ich einfach mal als Advanced einstufen möchte. Und im fünften Punkt, was kann man selbst dagegen tun, gescannt zu werden? Also, ja, niemand möchte gescannt werden, niemand möchte irgendwie gefingerprintet werden oder man möchte möglichst viel über sich geheim halten, also ich zumindest. Und da kann man auch ziemlich viel drehen, dass man das verhindern kann. Also man muss hauptsächlich wissen, wie die Methoden funktionieren und dann weiß man auch automatisch, wie man sie verhindern kann. Es gibt da auch ein paar Projekte, die werde ich dann nennen. Und dann natürlich Fragen. So, erster Punkt. Warum mache ich das überhaupt? Warum scannt man oder warum macht man überhaupt Netzwerkanalyse? Ja, natürlich CCC oder Spieltrieb. Logisch. Man muss ja mit allem rumspielen, mit allen möglichen Geräten. So Blackbox-Geräte gefallen einem ja gar nicht, da müsste man ja gerne reingucken. Blackbox-Networks gefallen einem noch weniger, möchte man ja noch viel mehr reingucken. Und wenn man dort Backdoors findet, dann ist man ja total glücklich. Ne? Man kann auch davon ausgehen, dass man Schwachstellen prüfen möchte, also das dann eher an die andere Seite, also die Administratoren und die Security-Verantwortlichen, wovon ja auch einige hier sitzen, hoffe ich. Und man kann natürlich auch wiederum, wenn man die Seite wieder dreht, Angriffe vorbereiten. Also ich möchte grundsätzlich sagen, der gesamte Vortrag, da gilt keinesfalls irgendeine Angriffsvorbereitungserleichterung oder wie man das auch immer nennen möchte. Das ist only for educational purposes. Also das bedeutet im Konkreten, ihr dürft es benutzen. Es wird auch, werden hauptsächlich Techniken vorgestellt, die man absolut nicht zurückverfolgen kann, also die auch legal sind. Also es ist legal, bin ich ziemlich sicher. Ja, okay, machen wir weiter. Und der nächste Punkt ist dann eben IDS-Systeme austricksen. Also jeder kennt diese IDS-Systeme, die sind manchmal ziemlich nervig. Und wenn man das dann eben verstanden hat, dann kann man die auch schön austricksen. Und dann so Sachen wie, ich wollte schon immer mal wissen, mit welcher Software meine Sparkasse gerade arbeitet. Ja, das findet man dann eben auch raus. Und vieles, vieles mehr, was man sich vorstellen kann. So. Jetzt, was sind erstmal die typischen Angriffsziele? Das ist eigentlich, denke ich mal, jedem klar, so ein bisschen. Also Router, Firewalls, Packetfilter als erstes. Also sprich, ich fahre rum und entdecke zufällig ein neues WLAN und dann sehe ich zufällig den Router und dann möchte ich natürlich wissen, was das für ein Router ist und so weiter und so fort. Dann ein Intrusion Detection System kann ich damit auch als Ziel eben analysieren. Ne? Das ist ja kein Angriff in dem Sinne, das ist ja bloß eine Analyse. Log-Hosts, also ich kann jetzt mit der Technik nicht direkt Spuren verwischen oder sowas, das ist natürlich klar, aber man kann eben danach Spuren verwischen. Und alle möglichen Server, Client-Server-Systeme, Hardware-Systeme ist auch ganz interessant, also es ist eben dann alles unter dem Punkt Fingerprinting zusammengefasst. Ein ganz kurz Struktur-Firewall-System, also keine Angst, ich werde euch jetzt nicht langweilen mit irgendwelchen Grundlagen, die sowieso jeder weiß. Ganz klar Intranet, Packetfilter, nicht Personal Firewall und Internet. Und das hat praktisch erstmal jeder zu Hause. Das ist ein Standard-Firewall-System. Was man aber wissen muss, wenn man eben versucht, von dem Internet aus irgendwas im Intranet rauszufinden. Weil meistens ist man eben hier so ein bisschen aufgeschmissen an der Firewall und kommt dann nicht richtig durch. Obwohl wir heute schon sehr viele sehr, sehr gute oder in den letzten Tagen Techniken gehört haben. Also ich erinnere bloß an das DNS, was man da Feines machen kann. Das ist nicht nur drin, aber das wird bald drin sein. Und dann gibt es auch noch die komplizierteren Layouts, wo man eben dann hier alle möglichen Sachen reinstellen sollte. Also zu dem DNS nochmal, ein cleverer Administrator würde den natürlich hier reinstellen und nicht hier. Aber okay, so, das kann man halt auch alles machen, das hier in der Mitte soll ein Application Gate sein, muss man auch mit rechnen. Also man muss sich das immer vor Augen führen, wenn man versucht ein Netzwerk zu analysieren, gibt es gewisse Grundpattern, das sind diese Grundpattern, wie ein Netzwerk aufgebaut ist. Also standardmäßig in der richtigen Firma hat man sowas. Dann höchstwahrscheinlich
die mittlere Strebe angebunden, weil das meiner Meinung nach mit das sicherste ist, aber auch das aufwendigste. Ja. Man muss eben wissen, was man untersuchen möchte, wenn man irgendwas untersucht. Und attackieren, gehen wir erstmal grundsätzlich davon aus, ist auch immer noch die Einleitung, wir sind der Angreifer, wir sind irgendwo im Internet, also sprich auf der linken Seite in den Grafiken, und diese Angriffe, also ich bezeichne das immer als Angriffe, weil das irgendwie in englischen Dokumenten immer Attacks heißt, ja, übersetzt halt, die werden von außen durchgeführt, also vom Internet aus. Was kann ich machen? Ich kann passiv analysieren, mit Sniffing, kennt sicherlich jeder, nichts Neues. Ich kann sichtbar aktiv analysieren, die Betonung liegt auf sichtbar. Also sichtbar bedeutet, der andere kann es mitkriegen. Ja? Sniffing kann ich eigentlich nicht mitkriegen, also kaum. Wenn ich das im Internet mache, eigentlich gar nicht. Dann gibt es noch unsichtbare aktive Analysen, das ist natürlich ein bisschen wackelig, der Begriff. Das sind aktive Analysen, die im normalen Strom untergehen, die nicht direkt explizit sichtbar sind. Also man hat halt immer noch ein bisschen einen Unterschied zwischen, ich lasse jetzt ein Nmap los oder ich mache da jetzt irgendwas Unterschwelliges. Dann kann man noch Topologieanalysen machen, was ich sehr interessant finde, eben Netzwerktopologien erforschen hinter der Firewall. Das kommt aber nur so am Rande. Und ja, Social Engineering, okay. Ja. Das kennt er selber. So, erster Punkt, passive Analyse. Das ist auch der interessante Punkt. Kann man auf allen Layers machen, natürlich. Layer 4 ist ja das Applikationslayer, dort wo die Payload-Data ist, wie man so schön sagt. Da kann man eben auch eine Payload-Analyse machen. Das ist aber nicht sehr verbreitet. Also passiv bedeutet, kann man schön an der Grafik hier erklären, das ist das System, was ich analysieren möchte. Das ist die Firewall im einfachen Fall. Das ist von mir aus irgendein Zielsystem, wo die darauf zugreifen. Und hier im Internet, in diesen zwei Wolken, oder es ist eigentlich eine Wolke, befinde ich mich als Attacker, Angreifer. Und was mache ich im Endeffekt? Ich versuche irgendwie diesen Strom, die zwischen diesem System und dem Zielsystem, also zum Beispiel der Client in dieser Firma, der greift auf www.kunde.de zu. Okay? Und den versuche ich zu unterbrechen. Also ich denke mal, das ist relativ klar. Also den nicht unterbrechen, sondern einfach mitlauschen. Und wie man das machen kann, da gab es in vergangenen Jahren jede Menge Vorträge, eben mit Source Routing und all solchen Sachen. Und da gehe ich nicht weiter drauf ein, ich gehe einfach mal davon aus, dass man das schon hat. So. Eben wie gesagt, die Payload-Analyse in Layer 4, die ist nicht sehr weit verbreitet, da gibt es kaum Tools. Wer da gute Ideen hat, der kann da natürlich gerne was machen. Generell zu diesem Vortrag, es folgt danach ja noch ein Vortrag über Fingerprinting. Und der behandelt die oberen Layers. Also wir haben uns so ein bisschen abgestimmt. Ich behandle das Fingerprinting auf niederen Layern und in dem nächsten Vortrag kommt dann hauptsächlich Layer 4 und above. Okay, also Layer 2, 3, was machen wir da? Dort kann ich eigentlich die TCP-IP-Implementierung des Betriebssystems feststellen und damit das Betriebssystem. Weil jedes Betriebssystem hat typischerweise eine Implementierung. Und also wie mache ich das über Header-Analyse? Header-Analyse ist ziemlich weit verbreitet, da gibt es dann auch schon Spitzen-Tools dazu. Was es eben in den vergangenen Jahren noch nicht so gab. Und was bringt uns die Header-Analyse? Das sind bloß Beispiele, das bringt uns natürlich noch viel mehr. Aber die TTL, die Time to Live, ich hoffe einfach mal, dass jeder sich so ein bisschen mit TCP/IP und dem Paketaufbau auskennt. Das kann ich jetzt nicht noch erklären, das dauert zu lange. Die bringt eben Informationen über die Topologie, was sehr interessant ist. Also man kann dann von extern, wenn man den Traffic mitsniffen kann, Topologie-Maps bauen. Das werde ich nicht zeigen, aber eventuell mal anders, ein andermal. Aber das kann sich jeder denken. Das geht ziemlich einfach, solche Topologie-Maps. Und das ist eben beruht darauf, dass die Betriebssysteme mit typischen Werten starten. Also zum Beispiel 255, 128, 64 und so weiter. Da sieht man dann eben der Unterschied zur nächsthöheren Zahl, zur nächsthöheren dieser typischen Zahlen ist dann eben der Hauptcount zum Ziel. Und man kann daran noch ableiten, welches Betriebssystem man ungefähr hat. Also jedes Betriebssystem startet mit einem spezifischen Wert, das ist nirgendwo festgelegt in keiner RFC und man kann das sozusagen dann irgendwie ableiten. Okay, Ausnahmen muss man beachten im gesnifften Traffic, Traceroute. Also da habe ich ziemlich lange mit zu kämpfen gehabt, bis ich das entdeckt habe, weil da kam immer komisches Zeug raus. Aber wenn man es weiß, kann man es eben gut filtern. Man muss einfach darauf achten, auf konsekutive Sachen. Zusätzlich kann man noch einen Quell- oder Zielport analysieren, aber okay, das wisst ihr auch. So,
Ich möchte mich ein bisschen für diese schreckliche Darstellung entschuldigen, da ist mein EPS irgendwie kaputt gegangen. Aber ich denke, jeder kennt irgendwie das TCP-IP-Paket. Das ist das Paket und ich habe hier mal klassifiziert, wie viel Informationsgehalt über ein fremdes oder über ein Betriebssystem in einem Paket sich befindet, was von diesem Betriebssystem gesendet wird. Also grün bedeutet wenig oder gar keine Information. Gelb bedeutet mittelmäßig viel Information und rot bedeutet viel Information. Also irgendwie ist klar, dass aus der Version kann ich gar nichts ableiten. Da haben halt alle irgendwie IPv4 oder von mir aus IPv6 drinstehen, wobei das nur IPv4 ist. Aber Type of Service. Na, da kann ich erstmal gucken, ob es überhaupt gesetzt ist. Da kann ich gucken, ob ein bestimmter Wert da drin steht. Also die Cisco-Switcher schreiben da zum Beispiel immer einen schönen Wert rein und so weiter. Und die Identification ebenfalls. Na, die TCP-ID ist für die Fragmentierung gut. Es gibt dann sogenannte clevere Betriebssysteme, die das gleich auf 0 setzen, wenn das DF-Bit eben 1 ist. Oder auch welche, die das nicht machen, oder welche, die das konsekutiv erhöhen. Also zum Beispiel Solaris hat das Problem, das macht es seit Ewigkeiten schon so. Die addieren immer 1 drauf, einen globalen Zähler im Betriebssystem. Das kann man auch noch ausnutzen, das kommt dann aber später. Okay, dann habe ich zusätzlich noch die Flag, oder das, die Flags. Da ist hauptsächlich das Don't Fragment Bit entscheidend. Also es gibt eben Betriebssysteme, die versuchen die Fragmentierung nicht zu machen, wie Linux standardmäßig, was ja auch richtig ist, und setzen eben dieses Bit immer. Dann gibt es welche, die es nicht machen. Also die einfach die Fragmentierung überlassen. Okay, Time to Live hatte ich schon gesagt. Der Rest ist klar. Also Protokoll, Source Address, Destination Address ist irgendwie logisch. Da kann ich nichts ableiten, weil das ist halt so festgelegt. Das muss so sein. Dann hätte ich noch die IP Options in dem Fall. Was kann ich daraus ableiten? Ja, relativ wenig. Also es gibt sehr wenige Betriebssysteme, die das setzen. Aber wenn es gesetzt ist, dann kann ich mit sehr hoher Sicherheit sagen, das ist irgendeine uralte Solaris-Kiste ist zum Beispiel, dort wird es gesetzt. Aber Solaris 1, also ist wirklich uralt. Okay, Sourceport, na, da kann ich zum Beispiel bei Windows ein bisschen was ableiten. Die beginnen halt auch und zählen rauf und daran kann ich ungefähr sehen, wie viele Connections auf der Maschine schon aufgemacht wurden. Also all solche lustigen Sachen. Darauf sollte man sich aber nicht verlassen. Also man sollte das schon länger beobachten, bevor man da irgendwelche Schlüsse zieht aus irgendwelchen wilden Annahmen. Deswegen ist es auch nur gelb gekennzeichnet. Sequenznummern. Sequenznummern, da gab es eine Analyse. Das ist ja diese schöne ISN-Geschichte, die wir auch schon mehrmals gehört haben auf dem Kongress. Und Sequenznummern, da kann man tatsächlich was daraus ableiten. Nämlich, man kann aus einer längeren Analyse ein Bild erzeugen, wie diese Sequenznummern verteilt sind, also Verteilungsbilder. Das gibt es im Internet ganz schön dargestellt. Und daraus kann man dann auch das Betriebssystem herleiten, was diese Sequenznummer generiert hat. Also ich muss jetzt mal die Linux-User enttäuschen, Linux ist nicht so toll im Sequenznummern generieren, wie man denkt. Windows ist besser, aber Windows ist dafür in allem anderen schlechter. Sozusagen ist das nicht so schlimm und wie man da Abhilfe schafft, dass Linux wieder gut ist, das kommt dann später. Und die Acknowledgement-Number ist eigentlich auch relativ unwichtig. Dann hätten wir noch die Windows-Size, weil jeder wird auch genauso wie die TTL von jedem Betriebssystem auf einem bestimmten Wert oder in einem bestimmten Range gesetzt. Na, das regelt ja die Puffergrößen auf dem Betriebssystem, wie viel es gerade frei hat und wie viel es entgegennehmen kann und so weiter. Das weiß ja dann jeder, hoffe ich mal. Und die Options sind auch wieder extrem entscheidend. Also das werden wir dann sehen, ich mache das dann von Hand. Und da wird man dann sehen, wie viel man da eigentlich sehen kann in so einem Paket, was man eigentlich normalerweise nicht sieht. Also wir reden ja hier von den Paketen, die einfach so über die Leitung flutschen. Wenn man irgendwelche Anfragen macht, egal welche Anfragen, diese Pakete kommen immer, diese Pakete werden immer gebaut und man hat auch absolut kein Problem, mehrere hunderttausend dieser Pakete mal zu sammeln, wenn ich irgendwie zwischen die Leitung komme. Also das werden wir dann auch sehen, das ist kein Problem. Und die Payload-Data, naja, okay. Da kann man dann wieder irgendwelche Layer 4 Analysen machen. Ja. Darüber möchte ich aber jetzt nicht reden. Ups. Okay. Was kann man aus den Header-Feldern ableiten? Das hatte ich jetzt schon gesagt. Na, hier ist nochmal eine kleine Zusammenfassung. Na, eben TTL kann man Betriebssystem und Topologie ableiten. Da gibt es Tools dafür, die das machen. Und dann stehen hier noch ein paar mehr. Also interessant ist halt eben, dass man aus der ID oftmals auch den Traffic ableiten kann, der auf einem System gerade stattfindet. Also wenn ich einfach mal wissen möchte, ob irgendjemand www.microsoft.com aufruft, dann kann ich das, wenn das Betriebssystem dumm genug ist, was es leider nicht mehr ist, aber mal war,
Dann kann ich ableiten, wie viele Pakete dieses Betriebssystem pro Minute oder pro Sekunde verlassen. Das kann man bei anderen Webservern, also ja, da nenne ich dann später mal einen. Und ein Sourceboard zum Beispiel, sieht man auch, kann man das Gleiche ableiten. Also am Sourceboard kann man fast immer ableiten, wie viele Connections denn schon von diesem Rechner ausgegangen sind. Na, weil der fängt standardmäßig bei 1025 oder 1024 rum an zu zählen und zählt dann einfach auf. Das macht Linux dummerweise in älteren Versionen auch noch so, wobei ich jetzt nicht genau sagen kann, ab wann nicht mehr. Aber da gibt es gute Patches für, die das abschaffen. Okay, jetzt mal ein Beispiel. Es ist ja ziemlich langweilig, wenn man das nicht mit Beispielen unterlegen kann. Und ja, ein bisschen schwer zu erkennen, aber wir sehen, oder wir sehen auch nicht, der Type of Service ist in diesem Paket, was eigentlich von www.ccc.de stammt. Das ist so ein ACK-Paket. Wie habe ich das gekriegt? Naja, ich habe einfach mal wget http www.ccc.de gemacht. Ja, dann kommt da so ein Paket zurück, so ein, auf mein SYN-Paket kommt ein SYN-ACK-Paket zurück. Weiß hoffentlich jeder. Das ist das TCP-Protokoll. Und das habe ich mal mitgesnifft mit, was weiß ich, TCP-Dump oder so. Und dann sehe ich, kann ich diese Datenfelder extrahieren. Also wir sehen, Type of Service ist 0. IP-Flex, das Don't Fragment-Flag ist gesetzt. Die TTL ist 55. Was kann man daraus ableiten? Na okay, da ist halt 11 Hops, 9 Hops weg, Entschuldigung. Und war mal 64. IP-Options sind gar keine da. Die Windows-Size ist 65.535. Und dann haben wir noch alle möglichen IP-Optionen. So, das ist erstmal nicht weiter spannend. Also, da kann ich mir erstmal noch nichts draus nehmen. Ich kann es aber vergleichen. Ja, das ist einer von ccc.de und das ist einer von Microsoft.de. Ja, wir erwarten ja von Microsoft, dass die ihrem eigenen Betriebssystem vertrauen und einen Windows-Server irgendwie stehen haben. Und vom CCC erwarten wir ja eigentlich, dass die irgendwas Cooles da stehen haben. Was? Also, jetzt mal nicht so eine Standardkiste, also bestimmt kein Windows, aber wird ja wohl irgendwas Schönes sein. Gut, ist es auch. Und Microsoft sehen wir halt vergleichend TTL 123. Also, sehen wir schon, das war wohl mal eine 128. Die Windows-Size, ne, die ist auch ziemlich groß, 64K. Und Optionen. Man kann immer schön auf diese Timestamp gucken. Da kann man ganz grob was draus ableiten, nämlich ob es Windows ist oder nicht. Weil die Windows-Systeme setzen diese Timestamp nicht. Ja, die ist da immer 0. Wenn ich mal im CCC gucke, ja, haben wir da eine Timestamp drin stehen. Also irgend so eine große Zahl. Weiß ja auch sicherlich wieder jeder, was das bedeutet. Aber das ist, man kann aus dieser Timestamp auch schön ableiten, wie lange der Rechner schon läuft. Also wenn ich mal wissen möchte, wann www.ccc.de das letzte Mal neu gebootet wurde, dann kann ich da in diese Timestamp gucken und dann sehe ich das. Ne? Das zählt einfach auf. Gut. Und jetzt wissen wir aber immer noch nichts. Also es ist irgendwie immer noch ein bisschen langweilig. Also wir haben jetzt zwei solche Pakete, na toll. Jetzt kommt das Entscheidende. Ich habe einfach mal Betriebssysteme hergenommen, ein paar, und mir diese Pakete angeguckt. Ja, das ist nur auch nichts Neues, also das haben schon viele Leute gemacht, bloß ich versuche es mal zu erklären, wie man das macht, dass man das auch wirklich weiß. Okay, also ich habe einfach Windows 2000 genommen, installiert und hin und her und dann mal so ein Paket gesnifft und diese Werte aufgeschrieben. So, was kann man mit dieser Tabelle anfangen? Man kann mit dieser Tabelle jetzt passives Fingerprinting machen. Ja, also wir müssten jetzt einfach mal gucken, wir haben jetzt hier diese 5 Felder und gucken da jetzt einfach mal bei www.ccc.de und merken uns das mal. Also wir haben hier eine Windows-Size von 65.000, das können wir uns mal merken. Wir haben dort oben ein Type-of-Service-Feld 0, Don't Fragment gesetzt und TTL 64. So, jetzt kommt es aufs Gedächtnis an. Und jetzt gucken wir mal, wer könnte das sein? Windows 65.000, also entweder Windows 2000, naja, oder FreeBSD 5.0. So, jetzt gucken wir auf den Rest. Don't Fragment TOS ist gleich und TTL 64, 128. Also was sehen wir? FreeBSD 5.0, höchstwahrscheinlich. Oder irgend sowas drumherum. Also es kann auch eine 5.1 sein, aber es ist sicherlich, vermute ich, ein FreeBSD. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand da ist, der diesen Server betreut und damit das konkret sagen kann. Also ich vermute einfach. So, Microsoft.de ist ja der Spaß auch noch groß, wenn man das macht. TOS ist 0, Don't Fragment ist nicht gesetzt, 128 TTL und irgendeine krumme blöde Windows-Size und Timestamp ist 0.
Also können wir einfach weiter gucken. Was machen wir da? Ja, wir vermuten erstmal Windows irgendwo. Und da sehen wir auch schon, das ist nicht mehr so einfach. Also ich weiß nicht genau, was die dort stehen haben bei Microsoft.de, aber es findet irgendwie kein System raus. Es ist vermutlich ein Windows, weil es eben ziemlich nah dran ist wegen dieser TTL. Nein, XP ist es definitiv auch nicht. Also die Tabelle, die kann man ja noch vervollständigen. Also man könnte ja noch XP und irgendwelches anderes Zeug mit reinnehmen. Das haben andere schon gemacht. Ich möchte es halt bloß mal auf der Tippeltappeltour erläutern. Wir werden es dann sehen. Es könnte auch ein XP sein, aber dann ist definitiv was am IP-Stack modifiziert. Also ich denke mal, dass die da irgendwas davor gestellt haben, irgendeine Firewall oder sowas, die das abfängt. Weil die werden schon genug angegriffen haben. Und da werden sie dann einfach mal gelernt haben. Okay, das sind jetzt die praktischen Werte. Das ist ziemlich langweilig. Also ich habe das nochmal für ein paar mehr interessante Domains gemacht. Also, ach doch, ja, Microsoft.de, Windows 2000. Das hat dann ein Tool rausgefunden. Also dieses Tool, das habe auch nicht ich geschrieben, das muss ich dazu sagen, das ist ein sehr feines Tool, das nennt sich P0F, oder wahrscheinlich POF gesprochen oder so, und das macht genau diese passive Analyse. Das ist meiner Meinung nach vollkommen genial, ist aber leider sehr ungenau. Also zum Beispiel unsere Freunde, die Metro, die mit den RFIDs, ja, die betreiben auch Windows 2000 im Service Pack 4, also wenn man dann sogar schon den Service Pack rausfindet, dann würde mich das sehr beunruhigen. eBay.de ist noch unknown und dann, was mich sehr gefreut hat, ist dieses OpenBSD.de oder was mich verwundert hat, dass die da eben in Solaris 7 laufen haben. Also, aber auf Nachfragen hin werden die fremd gehostet. Also, na, ich weiß auch nicht so richtig. Okay, und dann noch unser größter Freund, ja, hat auch ein Windows 2000 Service Pack 4. Also man sollte dann schon mal, okay. Also der Rest ist dann sozusagen euch überlassen und diese Analyse ist nicht trackbar, ne? Das muss ich nochmal betonen. Ich habe dort immer eine ganz normale HTTP-Connection aufgebaut zu diesem Server und habe das rausgefunden. Ich habe nichts weiter gemacht. Und demzufolge stufe ich das als passiv ein. Es ist nicht wirklich passiv, weil ich eine HTTP-Verbindung gemacht habe. Aber wer soll das mitkriegen? Da gehen bestimmt Millionen von HTTP-Verbindungen im Monat ein und das ist Quatsch. Okay, kleine Zusammenfassung. Passiv. Also Fingerprinting ohne Senden von Daten, was ein bisschen ohne Senden von auffälligen Daten hätte ich vielleicht schreiben sollen. Man sendet Daten, aber sie sind ziemlich unauffällig. Es benutzt eigentlich unpräzise Standarddefinitionen. Na, normalerweise ist dieser Header und das ist alles im RFC festgelegt, aber das ist nicht so festgelegt, dass da eben steht, man muss die und die Windows-Size als Startwert nehmen, man muss den und den TTL als Startwert nehmen, sondern es steht einfach drin, man muss eine TTL nehmen, man muss eine Windows-Size nehmen. Und der da den IP-Stack dann programmiert, naja, der kann sich dann eben dafür entscheiden. Daran sieht man dann auch, welche Betriebssysteme voneinander abkopieren. Also das ist auch sehr lustig. Wenn man dann zum Beispiel mal guckt, dass das Windows bis zur Version 95 nur ziemlich genau dem Berkeley-Stack entspricht, dann deckt sich das so ein bisschen mit den Zeitungsberichten, die man da mal so gelesen hat. Also man kriegt einfach ziemlich viel raus damit. Und es gibt auch gewisse Betriebssysteme, die Abweichungen vom Standard haben, ne? Also das große mit W zum Beispiel, da kann man dann schön feststellen, ob die sich wirklich an diesen Standard halten oder nicht. So, man muss eben diese kumulative Analyse, also eine zusammenfassende Analyse verschiedener Headerfelder machen und das kann man eben nicht im Kopf, ne? Das ist ja auch irgendwie klar, haben wir ja gerade gesehen, das ist ja viel zu aufwendig. Deswegen gibt es da Tools für, das ist dieses POF, da gibt es noch EtherCAP und Siphon. Also das sind halt alles Tools, die das automatisch machen, wobei ich das POF persönlich als das Beste einstufen würde. Aber ich lasse mich da gerne von anderem überzeugen. Das Problem ist, die sind meist langsam und unpräzise. Also das POF, das hat so einen Modus, das kann längere Zeit sammeln und dann wird das Ergebnis immer genauer. Aber das ist nicht so richtig, weil die sind sehr unpräzise. Wie gesagt, wenn man dann mal damit ein paar Tests macht, dann wird man feststellen, dass es eigentlich sehr viele Systeme gibt, die es einfach nicht analysieren kann. Wo es einfach dann sagt, unknown am Ende. Na, da ist ja hier auch eins dabei. Na, dieses eBay.de zum Beispiel, das kriegt es da nicht mit. Und das ist auch relativ interessant, was die da laufen haben. Und, naja, was kann man da machen? Aktive Analyse. Aktive Analyse stufe ich als höchst gefährlich ein, weil ja, man ist eben in dem Sinne aktiv, dass man das auch mitkriegen kann, wenn man das aktiv macht.
Na, das ist ja total ungefährlich, deswegen habe ich da auch noch Beispiele und alles. Also wenn die jetzt von eBay.de kommen und sagen, ah, du hast mich geträgt, na, geht nicht, das sage ich einfach, das darf ich doch. Aber aktive Analyse, Vorsicht, das darf man nicht. Also, okay, da lässt sich drüber streiten. Aber es gibt dann auch noch neuere Techniken für die passive Analyse. Also das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, bessere Methoden einzusetzen. Artificial Intelligence, Schlagwort überall. Es gibt ein Paper, was sagt, dass man das mit Artificial Intelligence machen könnte. Aber ja, ich habe noch nie was gesehen, was das wirklich macht. Fuzzy Match gibt es auch noch, habe ich auch noch nichts gesehen. Also wenn irgendjemand das kennt oder generell, wenn es irgendwelche Fragen oder sowas gibt, bitte sofort reinschreien und Bescheid sagen. Ja, eine AI ist ja relativ einfach vorstellbar. Also eine AI lernt ja einfach, lernt ja ein Bild, kann man sich auch mal so vorstellen. Die könnte einfach dieses Gesamtbild lernen und wie das zusammenhängt, eben diese Felder. Das, ja, trainiert man einfach irgend so ein systolisches Array oder sowas. Nicht systolisches Array, irgend so ein neuronales Netz. Dann müsste das funktionieren, wobei ich wirklich nicht sagen kann, ob das gut funktioniert oder schnell. Also ich habe eben bloß das Paper gelesen, wo sie gesagt haben, dass es gut ist. Und das Fuzzy Matching, das ist ja was ganz Schönes. Also Fuzzy weiß ja, wissen hoffentlich viele, was das ist, ist eben ungenau. Ja? Was bedeutet das? Wenn ich jetzt eine Datenbankabfrage mache, sprich, ich habe eine riesen Datenbank, wo die Werte drinstehen, und ich ändere jetzt in meinem Betriebssystem zum Beispiel die TTL, was jeder dritte Router macht, die TTL ändern, dann habe ich ein Problem. Da kann ich das Betriebssystem nicht mehr tracken. Weil meine Datenbank wird dann sagen, ah, das ist ja gar nicht drin und das ist eine ganz andere Zahl und das geht ja nicht. Und deswegen kommt es da zu Fehlern. Und wenn das fuzzy ist, dann kann man über solche Fehler hinwegsehen. Also dann bedeutet das einfach, okay, sieben Werte sprechen für Microsoft, oder für Windows, der eine Wert stimmt nicht, okay, das ist dann trotzdem Windows. Also das macht dieses X-Probe. Es gibt dann, ich nenne da noch ein paar Tools, die ihr einfach mal ausprobieren könnt. Die möchte ich nicht zeigen, weil. Ja, ich glaube, die Zeit, die schreitet dann sehr voran. Und deswegen, genau, deswegen möchte ich dann auch direkt zur aktiven Analyse übergehen. Da mache ich nicht so viel, weil aktiv mag ich nicht, weil, wie gesagt, gefährlich, sieht man, auffällig, nicht gut. Und das, ja, zur aktiven Analyse wird dann wahrscheinlich mein Nachfolger, der hier den Vortrag hält, noch was sagen. Also auch ein sehr guter Vortrag, kann ich nur empfehlen. Ich habe da mal reingeschaut. Kann ich wieder auf allen Layers machen. Das möchte ich nur ganz kurz anreißen. Also ich kann Pakete senden und irgendwie die Antwort analysieren. Sprich, ich mache Banner-Grabbing. Also das kennt ja jeder von euch. Irgendwie ein Netcat auf irgendeinem Webserver und man hofft, dass der eben halt anschreit, ey, ich bin Apache 1.3.25 mit Subversion sowieso und PHP und Exploit XY. Und also das machen ja manche sogar, also das ist ja das Lustige. Da. Okay, also jeder hat im Apache schon mal diesen Production Mode gesehen, wo man dann, wo der Bus noch sagt, ich bin ein Webserver. Das ist ja sowieso, also wer sowas macht, ist sowieso ein Script-Kiddie und wer auf sowas reinfällt, der ist ja noch schlimmer. Also als nächstes ist es dann schon ein bisschen Advanced Binary-Analyse. Also wenn ich Zugriff zum Beispiel auf einen FTP-Server habe, kann ich mir dort einfach das Binary runterladen, das BinLS. Und das ist auch ziemlich dumm, weil das kann man nicht so oftmals nicht verhindern. Also es gibt FTP-Server, wo man das kann. Also ich habe es probiert und es geht bei relativ vielen FTP-Servern. Sprich, man hat dann das Binary und man guckt dann einfach in die Header des Binarys rein, was ist das jetzt für eine Datei? Weil der FTP-Server muss die ja ausführen, um die irgendwie, um das LS machen zu können. Und da steht dann halt drin, ich bin ein CoV. Und dann sage ich halt, aha, du bist ein Windows. Und man kann da eben direkte Schlüsse ziehen auf ein Betriebssystem. Dann habe ich noch Wellner und Ports. Also bitte, alle, die hier sitzen, haben SSH nicht auf Port 22. Ich hoffe. Also HTTP, da komme ich nicht so richtig drum rum. Ne? Das ist ja oftmals so, dass da so böse Application-Proxies gibt. Aber die 22, die kann ich eigentlich meistens umlegen. Also zum Beispiel der IP-Cop, der macht das standardmäßig. Das ist so eine Firewall-Distri. Und ja, das steht nochmal hier. Der legt es halt auf 222, was nun auch nicht viel sicherer ist, ne? Weil ja jeder weiß, es liegt auf 222. Aber damit schrecke ich nur schon mal 80% der Script-Kiddies ab. Okay, was kann ich noch machen? Application Fingerprinting. Das ist dann genau das, was im nachfolgenden Vortrag kommt. Sehr schön, da gibt es ein Tool.
AMAP und dann auch NMAP mit dem Schalter minus SV. Das möchte ich aber nicht vorgreifen. So, aber jetzt kommen wir zu Spezialgebiet Layer 2.3. So, also ich sende speziell gebaute IP-Pakete. Was bedeutet das? Naja, irgendwie hatte ich ja gesagt, wir nutzen aus das inpräzise Definitionen des Standards oder inpräzise Programmierung des Standards. Also man kann es übertreiben, also ich habe schon einen Exploit gesehen, ich habe schon ein Scan-Tool gesehen, was von sich behauptet, Windows 95 scannen zu können oder identifizieren zu können. Das hat folgendermaßen funktioniert, pinge den Rechner an, mache mein Scan-Tool und wenn der Rechner dann noch reagiert, ist er kein Windows 95. Also ja, das ist mein Ernst, das gibt's wirklich. Und also ich rede gerne von etwas weniger intrusiven Systemen. Ja. Also, okay, was ist eigentlich das Hauptproblem dabei? Meine Firewall, die wir ja vorhin genannt hatten, die ist ja immer da. Also ich gehe einfach immer davon aus, dass eine Firewall da ist. Es gibt auch Leute ohne Firewall, aber ja, nicht mehr viele. Und diese Firewall kann die Resultate verwerfen. Diese Firewall kann natürlich auch die eingehenden Pakete, also die Anforderungen verwerfen. Also, wie gesagt, ich sende ja irgendein komisches Paket hin und ich kriege dann irgendeine Antwort. Meistens sind diese Pakete, um eine ziemlich genaue Antwort zu bekommen, irgendwelche nicht standardkonformen Pakete, also irgendwelche wilden FIN-Pakete, wo niemals eine Verbindung zu war, oder irgendwelche wilden ACK-Pakete, wo auch keine Verbindung zu war. Und eine gute Firewall, also eben eine Stateful Firewall, haben wir ja im Firewall-Vortrag gehört, die blockt die FIN-Pakete. Na, die, man kriegt es halt mit und schmeißt sie dann weg. So, was zusätzlich noch, also das ist ja die einfache Methode, ne? Das kann jeder von euch, das nächste ist aber viel schöner, die Firewall kann die Resultate verfälschen. Also, ich habe eine Firma, das ist mal, sagen wir mal auf der anderen Seite, und ich möchte, dass niemand irgendwie meine Systeme tracken kann. Das möchte ich ja immer, also klar. Was mache ich dann einfach? Ich ändere alle möglichen Werte. TTL, TOS und von mir aus, wenn wir noch weitergehen, man kann ja auch die Sequenznummern ändern, ne? Das haben wir ja auch gesehen in dem Covered-Channel-Vortrag, dass man da eben selber eine State-Table halten kann und dann sozusagen eigene Sequenznummern vergeben kann. Man kann noch viel weitergehen. Also man kann eine Firewall zum Beispiel so konfigurieren, dass alle Systeme dahinter gleich aussehen. Also dass da zum Beispiel für jeden so aussieht, oh, da ist ein Amiga 500 oder sowas. Also es war lustig. Wie soll ich das sagen? Also es gibt eine gewisse Drei-Buchstaben-Organisation, TM, wo man jeden beliebigen Rechner im gesamten Netz scannen kann und man kriegt immer das gleiche Ergebnis, Windows 2000, was ich nicht glaube. Okay, sollte jeder selber ausprobieren, aber ich will ja auch wieder rausgehen. Gut, wie kann ich das machen? OS Detection Tools, da kann ich eben das Nmap von Fyodor nehmen, ein super Tool, bloß es ist ein bisschen auffällig, weil es ist das Standard-Tool. Es funktioniert wirklich gut, es ist tierisch genau, bloß wenn ich das anwerfe, dann schreit jedes IDS, ah, Nmap. Und also, wie gesagt, was macht das alles Mögliche? Es schickt jede Menge wilde Pakete. Also es sollte jeder mal wirklich das Nmap anwerfen mit Fingerprinting, also der Option minus O, und einfach mal zuschauen, was da für Pakete geflogen kommen. Das ist herrlich. Also eben, da kommt ein FIN an einen offenen Port, dann macht es noch ISN-Sampling, da kommen noch irgendwelche wilden Ping-Pakete, die teilweise kaputt sind. Und das prüft auch TCP-Options und das Fragmentation-Handling. Also jede Menge Sachen und vieles mehr. Da könnte man 3 Stunden Vortrag drüber halten. Aber es wird erkannt. Also ist Nord zum Beispiel, wenn man so das Standard-IDS-Tool nimmt, Nord installiert und gar nichts weiter macht, das erkennt Nmap sofort. Und zwar alle möglichen Scans von Nmap. Und zusätzlich, es braucht einen offenen und einen geschlossenen TCP-Port und einen geschlossenen UDP-Port. Was eigentlich in freier Wildbahn nie vorkommt. Also sogar das simpelste Windows-System mit Personal-Schrott, das hat diese Ports geschlossen irgendwie. Und deswegen ist es relativ schwer. Es gibt ja noch andere Tools, Xprobe 2, das hat Fuzzy Logic, funktioniert ansonsten ziemlich gleich. Und das Queso, das ist aber ziemlich alt und ist irgendwie nie mehr weiterentwickelt worden. Ich weiß nicht, vielleicht lebt es mal wieder auf. Aber wie gesagt, aktive Analyse möchte ich gar nicht so in den Vordergrund stellen. Da gab es in den letzten Jahren sehr gute Vorträge darüber, die auch alle im Netz sind. Nun kommen wir zu den verbesserten Methoden. Was sind verbesserte Methoden? Einfach Methoden, die nicht ganz so einfach und so stümperhaft aussehen. Die
advanced sind einfach. Ja, also man kann Inverse Mapping zum Beispiel machen. Wir sind immer noch dabei, wir wollen was über ein Netzwerk rausfinden, über ein anderes Netzwerk hinter einer Firewall oder hinter X, Y, Z vielen Firewalls. Ich kann eben unauffällige Pakete an irgendwelche normalen Pakete, an irgendwelche IP-Adressen hinter dieser Firewall senden. Also das wären dann zum Beispiel FIN, ACK und DNS-Reply-Pakete oder irgend sowas, was standardmäßig durch eine Firewall durchgeht, muss man eben ausprobieren. Und man kriegt dann meist irgendeine Antwort, so wie auf ein DNS-Paket kriegt man meist keine, aber auf ein ACK-Paket kriegt man, ach, ich habe ja gar nicht gefragt, ich bin aber da. Und wenn man halt keine kriegt, ist halt niemand da. Das funktioniert bei Stateless Firewalls. Ist halt ziemlich simpel. Und sieht man eben hier, wenn der Host nicht existiert, dann sendet der Router, wenn er nett ist, ein ICMP unreachable, was er ja machen muss, wenn er keinen ARP-Eintrag findet. Und daraus kann man dann halt schön das Netzwerk reverse mappen. Ja, der nächste Punkt ist Slow Scan. Ja, das sind ja zwei Punkte auf einer Folie, also nicht verwirrt sein. Und das ist sehr schön, finde ich, weil wenn man mit Paketen scannt oder mit einer Paketrate scannt, die kleiner als ein Paket pro Stunde ist, dann hat das IDS ein Problem, weil einfach zu viel Zeug zwischendrin kommt und das man einfach nicht mehr richtig zurückverfolgen kann. Also ich betreibe selber ein IDS und hatte auch schon so einen Angriff und keine Chance. Dann gibt es in meinen Augen sehr schönes Tool, dieses Ring Remote Identification Next Generation. Oder das ist eigentlich kein Tool, das ist ein Algorithmus, der wieder eine unpräzise Standarddefinition ausnutzt. Also da gibt es auch ein Original-Tool zu, wenn man mal nach Ring googelt, da wird man es dann finden. Bloß irgendwie ist es verschwunden. Also es existiert nicht mal mehr im Cache von Google. Das ist schon sehr, sehr verdächtig. Und es verwendet eben die TCP Retransmission Time. Was bedeutet das? Ich sende ein SYN-Paket an einen Rechner und er sendet mir typischerweise ein ACK-Paket zurück. Dann wartet er auf ein SYN-ACK-Paket. Ein SYN-ACK-Paket sendet er mir zurück und er wartet auf ein ACK-Paket. Entschuldigung. So, was würde jetzt passieren, wenn das ACK-Paket, wenn ich das einfach wegschmeiße? Also sprich, ich sende ein SYN-Paket, das SYN-ACK. Da kommt ein SYN-ACK zurück und ich schmeiße es weg. Dann wird er periodisch versuchen, mir wieder ein SYN-ACK-Paket zuzuschicken, in der Hoffnung mal ein ACK zu kriegen, dass ich es bekommen habe. So, das ist dieser Three-Way-Handshake im TCP. Ne? So, was mache ich jetzt einfach? Ich mache das immer wieder. Das bedeutet, ich sende einen SYN und er sendet einen SYN-ACK zurück. Wartet, sendet wieder einen SYN-ACK, wieder einen SYN-ACK und das Ganze mit immer größer werdenden Zeitabständen. Das ist ein sogenannter schöner Exponential Backoff. Man kann diese Zeitabstände messen und man kann daran an diesen Zeitabständen eben auch das Betriebssystem feststellen und das auch wieder erschreckend genau. Und das ist wieder was nicht trackbar ist. Also man kann das irgendwie nicht erkennen, weil es kann ja normal sein, dass einfach so ein SYN-Paket kommt und dann, so ein SYN-Paket ist ja das Normalste auf der Welt und dann das ACK-Paket, naja gut, das ist halt verschwunden oder der Rechner ist gerade offline gegangen, also das passiert im normalen Netz auch sehr häufig, denke ich mal. Hauptsächlich ist es eben eine Abweichung für diese RFC 2988. Die genau so einen Retransmission-Algorithmus definiert. Da gibt es dann auch mehrere Versionen, die ist auch, glaube ich, berichtigt worden, aber da weiß ich nicht hundertprozentig Bescheid. Und auf jeden Fall verhalten sich Betriebssysteme unterschiedlich und auch ziemlich genau, also man kann das ziemlich genau feststellen. Und viele werden jetzt denken, da wird doch sicherlich die schwankende Netzwerklatenz einen Einfluss drauf haben. Ne? Wir messen ja schließlich Zeiten und ein Netzwerk ist immer unsicher, wenn es um Zeiten geht, das ist ja kein Echtzeitnetz. Das hat kaum Einfluss. Einfach empirisch. Es würde sicherlich Einfluss haben, wenn es jetzt großartig schwanken würde, aber empirisch habe ich festgestellt, dass das kaum so ist. Gibt es eben fertige Tools, die das wieder machen? Weil das kann man von Hand kaum noch machen. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da müsste man riesen Listen pflegen und sowas. Das ist eben das Snack-Time, was ich sehr gut finde. Das ChronOS und das T-Bit. Das ChronOS, das scheint ein bisschen emerging zu sein, also das wird bald besser werden. Einfach Beispiele. So, also Snacktime habe ich einfach mal benutzt, ein sehr lustiges Tool. Das kann ich dann auch mal zeigen, wenn wir noch Zeit haben, um einfach mal ein paar Rechner abzufragen. Also da sehen wir wieder unser Metro, unser eBay scheint jetzt Windows XP zu sein und es gibt dann noch so Rechner wie Microsoft.de, die einfach gar nichts zurücksenden. Also das fand ich dann auch sehr lustig, weil eigentlich ist es eine direkte Verletzung der AFC, weil die AFC sagt, man muss zurücksenden. Ja?
Ah ja. Das könnte sein. Aber ich habe es doch zumindest auf meiner Seite ausgestellt. Naja, ist egal. Ja, aber das ist eine gute Erklärung. Oh, Entschuldigung. Er meinte, es könnten Syn-Cookies sein, weswegen keine Retransmission kommt. Okay? Gut. Gut. Ja, aber okay, am Anfang war ich trotzdem ziemlich geschockt. Aber das Lustigste ist ja, wenn man das auf unseren amerikanischen Freund macht, dann bekommt man nach dem ersten Retransmit ein Reset-Paket zugeschickt. Und da hat jetzt keiner eine Erklärung für. Also, das ist einfach, ich weiß nicht. Also ich habe da jedes Mal wirklich gestaunt, das muss man einfach mal ausprobieren. Man bekommt dann ein Resend 1 und dann kommt einfach ein Reset-Paket, so wie ich will nicht mit dir reden, weil ja, weil das Paket ist weg. Oder du kommst aus Deutschland oder. Ja, also übrigens, ich habe das vorgestern nochmal probiert und da geht gar nichts mehr. Also der Port ist ganz dicht auf dem Rechner. Naja. So. Jetzt habe ich ja ein paar Tools genannt. Jetzt ist es eigentlich Zeit, das mal in irgendeine Grafik zu quetschen, die das so ein bisschen strukturiert. Was haben wir hier? Passiv, aktiv. Also passiv ist hauptsächlich diese Header-Analyse. Ne? Es gibt noch viel mehr Analysen, aber die sind noch nicht sehr gut durch Tools abgedeckt. Deswegen habe ich das nicht drin. Das kann sich dann jeder selber angucken. Es ist nicht so interessant, da jetzt großartig drüber zu diskutieren. Es ist übrigens auch alles, irgendwelche URLs, irgendwelche Tools und wer das sucht und hin und her, das ist alles in dem Paper drin, was ich dazu abgegeben habe. Das ist in den Proceedings und das gibt es dann auch im Netz, hoffe ich mal. So, dann haben wir noch Idle-Scan. Das ist auch ziemlich lang schon bekannt, aber oftmals in Vergessenheit geraten. Was ist das? Das ist eine sehr schöne Scan-Methode, über die man indirekt andere Rechner benutzen kann, um für einen zu scannen. Also die ist auch hundertprozentig nicht zurückverfolgbar und man kann da sogar sehr, sehr interessante Sachen machen, indem man die Konnektivität von anderen Rechnern prüft. Also das erzähle ich dann gleich nochmal. Also ich versende kein Paket direkt, sondern über sogenannte Zombie-Hosts. Das hat einfach der Autor so genannt. Und was müssen die Zombie-Hosts haben? Die Zombie-Hosts müssen eine vorhersagbare IP-Fragmentnummer haben. Ja, wir rufen es nochmal ins Gedächtnis, IP-Fragmentnummer, das ist diese IP-ID, die ich am Anfang erläutert hatte, die oben im IP-Kopf drin steht. Na, es gibt eben Betriebssysteme, die haben die auf 0, die ist auch vorhersagbar, aber damit kann ich nichts anfangen. Also es gibt sehr wenige Systeme, die ich so als Zombie benutzen kann, aber auch wiederum erstaunlich viele im Internet. Okay. Das Problem ist eben, dass auf der Angreiferseite das IDS diesen Zombie als Angreifer meldet. Sozusagen kann ich Syn-Scans machen, die ja sehr, sehr, sehr gut erkannt werden. Und die werden dann sozusagen eigentlich nicht auf mich zurückgeführt, sondern auf den anderen, der gar nichts dafür kann. Und das ist schon ziemlich schrecklich. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Webserver im Netz hätte und irgendjemand scannt mit meiner IP andere Rechner und ich kann das nicht mal verhindern, was ich effektiv wirklich gar nicht kann, dann habe ich schon ein bisschen ein Problem. Also das würde mir gar nicht gefallen. Übrigens, unser tolles Tool, Nmap, kann das wieder. Na, da gibt es dann diesen Decoy-Scan, da kann man das dann direkt alles fein angeben und das funktioniert dann semi-automatisch. Obwohl von Hand ist es besser, finde ich. Okay, wie kann man seinen eigenen Host schützen? Naja, ich mache eine Stateful Firewall davor, das ist eine gute Sache, das würde funktionieren. Oder ich verwende gleich ein richtiges Betriebssystem. Also nehme ich in Anführungszeichen richtige Betriebssysteme wie Windows, naja, also Windows macht es auch, wie neuere Linux-Versionen oder gepatchte Linux-Versionen kann man einfach nicht mehr dafür benutzen. So, jetzt noch mal eine kleine Grafik, wie das funktioniert. Ich teste erst diese IP-ID vom Zombie. Diese IP-ID, nochmal in Erinnerung gerufen, ist eine vorhersagbare Nummer. Sprich, das ist ein globaler Zähler in diesem Zombie drin, der hochzählt für jedes Paket. Das bedeutet, ich habe ein Paket gesendet, ich erhöhe die IP-ID um 1. Egal zu welcher Verbindung, global. Das zeige ich dann noch. Und dann kriege ich von mir aus jetzt diese IP-ID zurück, 2187. Die steht ja in jedem Paket drin. Ne? Wird ja auch mal reingeschrieben. So, jetzt sende ich ein Syn-Paket mit der Quelle des Zombies an irgendein Ziel. Das ist das, was ich gerade scannen möchte. Und wenn der Port nämlich offen ist, was ja der grüne Fall ist, da sind jetzt zwei Fälle hier, grün und rot. Wenn der Port offen ist, sendet er ein Syn-Akt zurück an den Zombie. So, was macht der Zombie? Merkt, ah, ich habe gar keine Connection dazu, das ist ja Mist. Muss ich ja Reset machen, steht im RFC, muss er machen. Und dann schickt er dieses Reset zurück und mit einer anderen ID, ne, die hat er jetzt erhöht. Wenn der Port zu ist, schickt das Target einfach ein Reset, weil er sagt ja, ein Syn auf dem geschlossenen Port, nee, das muss ich resetten. Und dann muss er nicht antworten, sprich die IP-ID bleibt gleich.
Und danach frage ich einfach nochmal die IP-ID ab. Ich kriege dann einfach wieder die Antwort. Entweder habe ich halt eine 89, also 2 höher als dort oben, dann ist er oben, oder ich habe nur 1 höher, dann ist er geschlossen. Da gibt es jetzt ein paar Einschränkungen. Ich muss ein System finden, wo ich wirklich der Einzige bin, dem es Pakete schickt. Also sprich, wenn ich jetzt hier www.microsoft.com nehme und dort klicken pro Minute 100 Leute drauf, dann bedeutet das einfach für mich, dass diese IP-ID unkontrolliert ansteigt. Also wild. Aber wenn ich jetzt ein System finde, zeige ich dann, wo wirklich niemand was macht. Ich weiß gar nicht, ob ich das sage, okay. Wo niemand draufdrückt oder irgendwie eine Anfrage stellt, dann kann ich diesen Scan sehr effektiv machen. Okay. Wie finde ich jetzt solche Zombies? Ziemlich einfach. Es gibt wieder so ein tolles Tool. Also ich rede irgendwie immer nur von Tools, aber kann man auch alles selber schreiben, ist kein Problem. Das ist ein Harping 2, nennt sich das. Damit kann man beliebige IP-Pakete selber basteln. Also jeder sollte sich das mal anschauen, ist ein super Tool. Kann man nicht anders sagen. Wenn man da zum Beispiel ganz einfach irgendwie Harping 2, ach ist eigentlich egal, minus irgendwas, und Port irgendeinen Webserver oder irgendein anderer Server, der mir gerade über den Weg läuft, mache, und dann gucke ich dort rein. Ne? Und dann sehe ich diese IP-IDs hier. 16, 17, 18, das sieht ja schon aus, als wenn das. Ja, okay. Und dann höre ich damit auf und mache mal einen Ping, was definitiv nichts mehr mit der vorherigen Connection zu tun hat. Und dann gucke ich, aha, das Ping hat sozusagen die 19 erzeugt und jetzt kriege ich die 20. Das bedeutet, dieser Rechner ist angreifbar. Dieser Rechner erhöht die global, ne? Weil ich habe ja andere Pakete, das Ping ist ja ein vollkommen anderer Pakettyp als das diese IP-ID, Quatsch, diese Synack-Pakete, die ich da sende. Also hier sind einfach mal ein paar Zombies. Ich hoffe, dass bei der TU Dresden das abgestellt wird. Und das ist auch lustig, also das, diese Leute hier, die haben irgendwas mit George W. Bush kommen zu tun, weil die im gleichen Netzsegment sind. Und muss man einfach mal selber ausprobieren. Das kann ich dann, oder kann ich am besten gleich mal zeigen. So, also das zählt jetzt für die IP-IDs. Man sieht auch schön, dass die konsekutiv raufzählen. Wenn ich jetzt zusätzlich noch einen Ping anschmeiße, dann sieht man, ja, das ist die ID, dass da immer 2 fehlen. Ja? Also die 11 fehlt, die 13 fehlt. Und wenn ich jetzt eben das Ping wieder mal abstelle, dann sind die wieder fein konsekutiv. Also man sieht somit direkt, wie viel Traffic auf dem Server sich gerade befindet. Okay. Gut. Dann gibt es noch was Lustiges, das nennt sich Firewalking. Also da gibt es 2 verschiedene Definitionen. Einmal Firewalking, ich analysiere irgendwelche Rechner hinter einer Firewall. Na gut, das haben wir die ganze Zeit schon gemacht, das ist nichts Neues, das ist ja wirklich nichts Neues. Also worauf basiert das? Die meisten dummen Firewalls, die nicht stateful sind, verwerfen SYN-Pakete einfach, ne? Ist klar. Deswegen sende ich mal einfach SYN-ACKs. Die können sie nicht verwerfen, wenn sie nicht stateful sind, weil, ja, wissen ja nicht, ob das eine Verbindung ist. Und ich kann dann mit SYN-ACK-Paketen die Hosts hinter einer Firewall scannen. Also, ja, das ist nichts Tolles. Demzufolge werde ich da auch nicht ewig drüber reden. Ein kleines Beispiel noch. Es funktioniert tatsächlich. Im Beispiel in meiner eigenen Uni und sogar in der Fakultät. Gibt es einen Rechner, dort kann man das anwenden. Und dann kann halt hier, wenn man dort ganz einfache ACK-Pakete hinsendet, also ich habe nicht mal SYN-ACK-Pakete, sondern ACK-Pakete, das minus A steht für ACK genommen, sehe ich halt, dass der Port offen ist, wenn er ganz normal antwortet. Und wenn ich auf den Port 81 gehe, der geschlossen ist, dann kommen daher solche dusseligen Antworten wie Port Unreachable zurück. Das ist ein Konfigurationsfehler auf der Maschine. Also normalerweise sollte man solche Sachen auf der Firewall droppen. Also das ist höchst gefährlich, solche Sachen rauszulassen. Ja, man kann da noch anderes Zeug gucken. Wer sich halt immer mal interessiert für andere Netzwerke, da sollte das einfach mal ausprobieren. So, und dann gibt es noch eine zweite Definition für diesen Cambridge Technology Partners, wo ich selber nicht so ganz überzeugt bin, aber vielleicht kann mir ja jemand so richtig den Grund nennen.
warum die das machen. Das gliedert sich in zwei Phasen. Einmal wird der Hop-Count, also sprich die Anzahl der Router bis zur Firewall, ermittelt. Einfach so, kann man mit Traceroute, findet man das gut raus. Und in der zweiten Phase wird dann sozusagen ein Paket gesendet, was bei dem der Hop-Count genau 1 größer ist als die der Firewall. Also sozusagen, man kommt genau ein Router weiter als die Firewall ist. Und dann hat man sozusagen den Vorteil, dass eigentlich kein Paket das Ziel erreicht, unter der Bedingung, dass zwischen der Firewall und dem Endrechner noch ein Router ist, weil der das dann wegschmeißt. So. Und man kann sozusagen die Firewall testen, ob das Paket durchgeht. Nämlich wenn es durchgeht, dann kommt ein Time-Exit zurück, weil der nächste Router das wegschmeißt. Und da sendet man ein ICMP-Time-Exit-Paket. Und wenn es nicht durchgeht, dann kriege ich halt entweder keine Antwort oder so Standard-Firewall-Antworten wie Administratively Prohibited oder sonst was. Abhilfe ist wieder ziemlich einfach. Na, ausgehende ICMP-Time-Exit-Pakete verwerfen, hat man das gleiche Verhalten wie hier, geschlossener Port. Oder eben ein Application-Proxy. Also wie gesagt, die Methode, die gibt es da noch eine Software zu. Aber okay, wenn man eben nicht möchte, dass das Paket bei dem Rechner ankommt, auf den man eigentlich abzielt. Ja, was kann man nur dagegen tun? Also wir wissen jetzt alle, unser Betriebssystem verrät viel zu viel. Das nervt uns tierisch, weil das wollen wir nicht. So, da kann man ein paar kleine Sachen gegen tun und ein paar große Sachen, eben je nach Aufwand. Man kann den TCP-IP-Stack tunen, weil der ganze Mist, da ist ja im TCP-IP-Stack drin. Das mag man irgendwie nicht. Deswegen kann man erstmal so Grundsachen einstellen im Proc-File-System. Also da möchte ich jetzt nicht lange drauf eingehen, weil das kann dann jeder nachlesen in den Folien oder in dem Paper, dass man da zum Beispiel sehr prägnant, man kann diese Default-TTL umstellen. Also man kann ziemlich einfach seinem Betriebssystem sagen, Linux macht ja immer 64, wie wir gesehen haben, mach jetzt einfach mal 290 oder so. Und da sind dann schon mal die ganz einfachen Tools aufgeschmissen, wobei Nmap sich davon nicht verwirren lässt. Also es ist dann keinerlei Sicherheit. Ja, unter BSD kann man das dann mit SysCDL oder sowas machen und Solaris geht das bestimmt auch. So. Das Bessere meiner Meinung nach ist, jetzt nur für Linux, tut mir leid, aber für die anderen Betriebssysteme gibt es sicherlich auch, man kann Patches einspielen. Sozusagen den TCP-IP-Stack direkt im Code patchen. Ja? Also GR-Security ist da ziemlich spitze, finde ich. Leider wird es irgendwie nicht mehr so richtig, ich weiß nicht, vielleicht geht es weiter. Aber GR-Security.org, das patcht einem automatisch auch größere Entropie-Pools für die Initial-Sequence-Numbers rein. Das, was ich anfangs erwähnt hatte, Linux macht das nicht so gut. Da kann jeder im Code nachlesen. Und das macht dann im Endeffekt richtige, echte 32-Bit-Zufallszahlen. Ich glaube, das derzeitige macht irgendwie bis 24-Bit, richtig zufällig. Da bin ich mir nicht sicher. Und dann gibt es dann noch zufällige TCP-Initial-Sequence-Numbers. Also richtig zufällige sind das ja dann. Und zufällige IP-IDs. Mit diesen zufälligen IP-IDs, da kann ich dann einfach einen Zombie-Scan vorbeugen. Also das sieht man, wenn man einfach mal irgendeinen anderen Rechner anspricht, das haben ziemlich viele. Ne, da ist gerade nicht zufällig. Also da müsst ihr dann einfach mal rumprobieren. Na, hier sieht man zum Beispiel, dass auf diesem Rechner aktuell Traffic ist. Ja? Also man kann mit diesem IP-ID-Gespiele ziemlich viele interessante Sachen machen. Ja, hat jemand eine URL von einem OpenBSD-Rechner? CVS? Da lässt mich nicht pingen. Aha. Da lässt mich doch pingen. Okay. Naja, das ist jetzt so ein typischer Fall von irgendwie, also richtig zufällig ist das aber auch nicht, ne? Also wenn man hier so guckt, so intuitiv ist es nicht zufällig, aber so, sie sind eben sehr nah zusammen, die Zahlen. Aber man sieht's. Also man sieht, es ist zufällig. Achso. Ich werde es mal wieder ausschalten, nicht, dass die dann irgendwie. Okay. Das kann man, also Linux ist standardmäßig ziemlich clever. Ich glaube, die Uni hat das. Ja.
ID 0. Ne? Sieht man hier? ID 0. Kann man gar nichts daraus ableiten. Kann man daraus ableiten, okay, es ist ein cleveres Betriebssystem. Was aber niemals fragmentieren wird. Ne? Ist ja auch irgendwie klar, wenn alle die 0 haben, ist ja auch ein bisschen blöd mit fragmentieren. Okay, aber will ich diesen also Quatsch aufhalten? Ich kann auch andere Charakteristiken ändern. Mit diesem IP-Personality. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Es ist unheimlich schade, dass es da keine 2.6er-Version von gibt. Also gibt es nur für einen 2.4er-Kernel, noch schon ein bisschen älter. Dort kann man dann zum Beispiel seinen Rechner als ein Amiga 500 erscheinen lassen oder als eine PlayStation 2 oder sonst was. Also und das Lustige ist, das funktioniert sogar mit einem Nmap. Also das täuscht komplett anderes, einen anderen Stack vor. Und das also finde ich sehr gut, aber eben, wie gesagt, hier bis 2.4.18. Ich weiß nicht, ob das Projekt noch weitergeht, irgendwie war da keiner zu erreichen. Naja, und man kann natürlich auch noch eigene Änderungen am Kernel machen, ja, muss man ja dazu sagen. Also in dem IPv4-Verzeichnis gibt es unheimlich viele schöne Defines und alle möglichen anderen schönen Sachen, die man das selber festlegen kann. Zum Beispiel die Window-Size kann man ändern. Max-TCP-Window, bloß als kleines Beispiel. Ja. Okay, das Deep Packet Inspection, da muss man eben drauf gefasst sein. Das möchte ich bloß ganz kurz erwähnen. Also man muss auch davon ausgehen, dass Firewalls automatisch reagieren, wenn man irgendwas macht. Ja, das machen ja viele schon. Also sprich, ich schicke einfach ein Paket und daraufhin werde ich geblockt oder gesperrt oder irgend sowas. Die Pix macht es schön mit dem Fix-Up-Kommando für HTTP. Also das bedeutet, die Firewalls lesen mit, was ich mache und verhindern Exploits. Na, da gibt es dann nochmal ein feines Bildchen dazu. Also wenn ich zum Beispiel dieses Verify-Kommando, was oft für Exploits eingesetzt wird, benutze, dann werde ich halt abgeschnitten. Ja. Und jetzt zum letzten Punkt. Hat irgendjemand Fragen, die ich nicht beantworten kann? Oder Anmerkungen. Ich bin natürlich auch sehr offen für Anmerkungen, wenn ich irgendwas Blödsinniges erzählt habe. Ich habe das Mikro blockiert. Ja. Aha. Hallo? Ja. Also bei der Erzeugung von den zufälligen IP-IDs, weißt du aus dem Kopf, ob das echte Entropie ist, die sie da nehmen, oder ein Pseudo-Zufallszahlengenerator? Bei Linux jetzt. Zum Beispiel. Ja, bei Linux ist es eben so, dass es gesammelt wird. Also wenn man dort irgendwas tippt oder Zeiten werden dort aus dem Entropie-Generator genommen, wo das defu-random auch herkommt. Oder nee, Quatsch, das def-random und das defu-random limitiert. Das wird genommen. Also genau aus diesem Entropie-Pool wird rausgenommen, aber eben bloß 24-Bit oder so. Und dann wird das durch ein RC4 gejagt, durch irgendeinen Hash. Und, also das weiß ich nicht genau. Aber das kann man im Code nachlesen. Okay. Aber es wird versucht, echter Zufall zu nehmen. Es steht auch in der AFC, dass man dort echten Zufall nehmen soll. Also das ist nicht so, dass es irgendwie... das ist ja eine Sicherheit, ne? Klar. Okay. Noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Super, dann würde ich das für beendet erklären.